Ja, hi Leute, ihr habt's mitbekommen, Photoshop CS5 ist am Start und äh, das, was ich jetzt gerade hier mache, das soll nur ein kleines Video werden. Eigentlich nur ein kleiner Hinweis auf die Session, die ich mit Olaf zusammen gebe, wo ich euch zusammen mit Olaf einige Neuerungen in Photoshop CS5 vorstellen möchte. Ich sag mal so die Weite Welt des Internets ist schon voll mit einem Haufen Tipps und Tricks, aber der Olaf und ich, wir haben uns schon so ein paar eigene herausgesucht, zum Teil auch schon natürlich auf unsere Bildstile zugeschnitten und haben da versucht auch ein bisschen Kreativität spielen zu lassen. Und aus dem Grund will ich euch an der Stelle einfach nochmal empfehlen, bei diesem Event vorbeizuschauen. Ähm, ihr findet den Hinweis auf meinem Blog. Ähm, das Event ist am 14. April. Um äh, 20 Uhr und auf meinem Blog findet ihr dann quasi den Link. Der Blogeintrag, der ist vom äh, 31. Ähm, und da könnt ihr vorbeischauen. Äh, 31. März Blogeintrag, Link klicken, einfach gegen 20 Uhr. Wir haben einen Raum für mehr als 600 Leute. Da ist Platz genug. Ähm, und damit er nicht leer ausgeht, will ich euch noch ganz kurz hier was zeigen. Eine kleine Neuerung wo Photoshop echt besser geworden ist, und zwar bezüglich der Rauschreduzierung. Ich habe jetzt mal eine Aufnahme in äh, Photoshop CS5 äh, geöffnet und möchte euch einfach mal die Originalaufnahme zeigen. Ich habe die in Dubai erstellt und in Dubai, da ist kein Stativ erlaubt und ja, dann aus der Hand raus oder angelehnt mit vielen Sekunden Belichtungszeit ist auch schwer. Wie ihr seht, Blende 4, eine halbe Sekunde Belichtungszeit, weniger ging nicht. Ich habe mit der Canon 5D fotografiert und da ist auch bei ISO 3200 natürlichen Rauschen vorhanden. Ich sag mal so, es ist okay. Die Aufnahme kann man durchaus nutzen fürs Familienalbum, aber die Qualität ist natürlich nur mäßig. Jetzt weiß ich natürlich auch nicht, wie das über die Videofunktion jetzt gleich rüberkommt, die Qualität. Ich es euch einfach mal und zeige euch schon vor und Nara Vergleich mit CS4 und CS5. In CS5 wird man schnell feststellen, dass bei der Rauschreduzierung da hat sich einiges getan und ich schiebe hier den Regler einfach mal nach rechts und es reicht auch eigentlich schon, wenn ihr jetzt mal aufs Bild achtet, was da passiert ist. Das ist schon fast lustig. Das Bild ist so gut wie glasklar. Die Schärfe kann ich hier noch mit den Details ein klein wenig steuern, aber ich muss euch ganz ehrlich sagen, ich bin echt weg, weil das ist wirklich gut. Ich würde hier mal bei 60 etwa bleiben. Und man sieht es vielleicht auch am Vorher-Nachher-Vergleich, was da passiert ist. Vorher-Nachher. Da ist schon einiges passiert. Und ich will euch jetzt einfach mal den Vorher-Nachher-Vergleich zeigen. Vielleicht mit Photoshop CS4, wie es da ausgesehen hätte. Man kann natürlich auch jederzeit Plugins oder ähnliches nutzen. Das ist natürlich logisch. Trotzdem will ich euch mal einen direkten Vergleich zeigen. Wer keine Plugins hat, so war es mit Photoshop CS4. Das ist jetzt schon mit Photoshop CS4 mit den gleichen Einstellungen entrauscht worden. Also, was diesen einen Regler betroffen hat, da gab es ja noch nicht so viele Regler. Und so sieht das Ganze dann in Photoshop CS5 aus. Ihr könnt euch mal diesen Turm da anschauen und den Unterschied, den seht ihr dann in der Qualität, wie die Pixel hier zu sehen sind und wie sie hier zu sehen sind also es ist wirklich enorm es ist vielleicht jetzt kein spektakuläres Highlight in Photoshop CS5 mit dem man coole Effekte machen kann aber was die Rauschreduzierung angeht also ist es echt eine Nummer wie gesagt ähm, je nachdem wann ihr diesen Blog Eintrag lest oder dieses Video anschaut entweder heute Abend ähm, oder vielleicht war die Session dann schon wenn ihr das Video seht Zeigen wir euch die ganzen Neuerungen, die wichtigsten Neuerungen an unseren Bildern. Wir würden uns freuen, wenn ihr vorbeischaut. Und ja, in diesem Sinne, danke fürs Zuhören. Bis dann, ciao.